sehen sind. Wir sehen den Wolf, nicht den Gringer. Ja, beide zu sehen. Man sieht da noch diese komische Wunderblume von Mario im Hintergrund. Slovenia hat gewonnen. Und muss gegen Scout hier im Finale. Einer von beiden wird hier das Silberbracket gewinnen. Wer wird das Goldbracket gewinnen? AKA das ganze Turnier. Er steht gerade noch mit 0%. Oh, okay. Oh, ah, das kann er, konnte er glaube ich nicht mehr taggen. Da habe ich glaube ich ein bisschen rot gesehen auch. Gerade wo Theron anfing, Momentum wieder zu bekommen. Ich freue mich schon auf Ramen. Ich esse immer nach NEZ Ramen. Oh, das gehört einfach zur Experience dazu. Oh, einfach zerstört gerade. Den Jump Catch komplett auseinandergenommen. Ja, so spielt man Wolf. Okay, auch hier wieder. Ja, wir können erkennen, es war auf jeden Fall ein smarter Move von SDN, direkt Wolf zu picken. Also, das ist nah dran an dem Freestock gerade. Wahrscheinlich wird es einer. Okay, ist wieder an der Edge. Und da ist es halt immer scary. Also, SDN hat schon echt auch ziemlich frühe Kills überbekommen. Schafft es irgendwie, ihn an die Edge zu bekommen und dann eine Backair zu landen oder hier ein Uptilt. Ja, das war ein ziemlich souveränes Play gerade. Das ist Grand Finals schon. SDN gegen Therion. SDN bisher nur ein Game gedroppt, soweit ich weiß. Oh, hier, guck mal, das ist auch so eine Abstimmung. Wer gewinnt? Ne, das Winners Final noch. Tja, jedenfalls steht es hier 1-0 im Grand Finals. Und Therion hat immer noch die Chance zu gewinnen. Oh. Oh. Kurz Tech Chase, jetzt hier an der Edge. Auch hier, also schwere Situation manchmal. Wolf kann sehr obnoxious an der Edge sein. Oh, reicht das? Ja. Oh, oh. Oh, immer noch am Leben. Nicht mal gestorben dafür, okay. Aber Therion kommt hier gerade einfach nicht durch. Was ist eigentlich für eine Mucke? Klingt ja wie Reggae. Ist das Reggae? Oder auch nicht. Ich hab's ganz anderes. Naja, jedenfalls ist der erste Stock hier von Therion weg und es wird direkt wieder gestockpiled hier mit Damage. Ich höre die Musik zwar nur so ein bisschen, aber was ist das? Was hört ihr gerade? Ja, das ist der zweite Stock. Ja, SDN spielt das ziemlich souverän gerade. Oh, aber hier der Spike. Behält Therion jetzt hier gerade so ein bisschen im Pan. Allerdings ist da noch ein ganzer Berg Arbeit vor ihm. Oh, okay. Und, na
Nein. Er hat sich für die Dolle entschieden. Decke hätte ordentlich Schaden anrichten können. Okay, schön. So, das ist Vario-Mucke. Und ja, auch das Game geht an SDN auch ziemlich klar. Krass. 2-0. Und Ethereum muss natürlich nicht nur dieses eine Set gewinnen, um NDZ zu gewinnen, sondern zwei. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Oh, und wir sehen jetzt hier den Joker. Ja, den hat Ethereum auch gemaint. Eine ganze Zeit lang. Natürlich auch ein guter Charakter. Aber gerade war das Momentum. Gerade war das Momentum weg, wenn wir ehrlich sind. Mit Byleth, also wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Ist natürlich jetzt auch, falls er gewinnt, eine blöde Situation, weil Stan dann counterpicken kann. Immer noch zum Ike, zum Kirby oder zu den anderen ganzen Squad Strike Charakteren, die er hatte, die echt auch einfach gut waren. Aber jetzt im Moment sieht das eigentlich nach der gleichen Geschichte aus. Nur, dass jetzt natürlich... Nur, dass jetzt natürlich Ascender ist. Oh. Ascender gefährlich werden können, tatsächlich. Gute Back-Air. Jetzt ist Ascender weg. Oh. Oh. Okay, also es wird so langsam knapper wieder. Killt noch nicht. Aber der hier. Und damit erster Stock an SDN. Mit 80% geht auf jeden Fall, aber wenn er den erst holen kann, wenn er Arsen hat, hat er auch schon wieder 60% oder so. Oh. Okay, gewartet. Noch kurz die letzten Reste von Astral benutzen, um Damage zu machen, aber immer noch eben kein Kill. Und das ist so die Geschichte, ne? Dieses ganze Sets. Kill. Finde ich auch so ein bisschen das Damage spielen, aber also sehr dominant hier. Neutral wird dominiert von SDN. Kombos sind alle clean mit Wolf. Okay. Also unbeschadet darauf gekommen. Tatsächlich mit den Kugeln getroffen, war nicht gebracht. Immer noch auf seinem ersten Stock drauf, also Character Change hat nicht so wirklich viel was gebracht. Ist der Stock, okay. Kein Free-Stock hier im letzten Game des Grand Finals. Aber hier die Side-B, das ist ein JV3. Und das ist das 3-0 für SDN und damit der Sieg über Therion. Und des ganzen Turniers. Ja, NDZ Rising Nummer 24.